Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Projekt von und mit Helia. Da sieht man sie schon in voller Pracht. Löhne! Und mit mir. Lalalala, Ja. lalalala, Also das kann uns schlimmer treffen, nicht wahr, liebe Zuschauer? Würde ich auch sagen. Und ja, was spielen wir hier eigentlich? Wir spielen die Monologist, wenn es richtig ausgesprochen ist. Und ich habe keine Ahnung von den Spielen. Helia ist da schon etwas firm, weil sie sich darüber ja. belesen hat. Ich nämlich nicht. Ich lasse mich komplett Naja, nicht überraschen. belesen. Nicht belesen. Ich grätsche da mal ein bisschen rein. Das Ja, Spiel ist so ein Abklatsch von Phasmophobia. Das bedeutet, wir sind Geisterjäger und müssen Geister austreiben. Das Spiel ist ein bisschen zackiger unterwegs. Und wenn ihr euch ja. wundert, warum uns so dumpf anhören oder mal lauter, das ist, wir nehmen das Mikrofon über das Spiel auf. Das bedeutet, wenn Chris oder ich uns voneinander entfernen, umso leiser werden wir. Und wenn wir uns wieder ein bisschen nähern, umso lauter werden wir. Also genau dasselbe Spiel wie bei Phasmophobia. Ich habe mir zumindest ein, zwei Folgen mal angeguckt, kann aber euch nicht sagen, inwieweit das Spiel jetzt so weit funktioniert. Aber wie gesagt, es wird ein gleicher Abklatsch wie Phasmo sein. Und es wird spaßig, denn eine Person wird hier besonders kreischen. Und ich bin's nicht. Witzig. Wirklich witzig. Let's go. Ich würde sagen, wir machen das auch erstmal auf einfach, denn Klein Chrissy kennt sich bei Phasmo noch nicht so richtig aus, da ich Nee. ja, wie gesagt, bei Phasmo mit Kadi fast 100 Folgen haben. Oh. Ist es halt, wie gesagt, geht es in die Richtung. Ich glaube, wir müssen uns erstmal eine Karte aussuchen, wo wir hin wollen. Wir werden eh nichts Großes haben. Na, vor allem, ich sehe schon gerade Level 3, Level 10, 15, 20. Wir sind Level 1 wahrscheinlich, also. Wir sind Level 1, das bedeutet, wir können nur das verlassene Haus hier machen. Ach so. Ja, okay. Und dann müsstest du dich hier bereitklicken. Ach so, das geht hier. Eigentlich müssen wir, muss ich mal gucken. Ich weiß auch nicht, wie man Sachen hier reinwirft. Wartet mal kurz. Das sind unsere Gegenstände, die wir benutzen können. Okay. Wir werden das. Ach nee, wartet. Pillen. Was, Ganz Pillen? wichtig, Pillen. Wir brauchen zweimal Pillen. Okay, wir sind Anfänger. Ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Mehr als sterben geht ja nicht. Und let's go. Richtig. Aha. So, I've been down house. Und los geht's. Ich sehe ein schönes. Ich sehe gar nichts. Nein. Ach hier, oh, wir sind jetzt hier in einem Zelt. Sehr schön, cool. So, das ist unser Startpunkt. Ich würde Ich werde das so sagen. ein bisschen kleinen Chrissy erklären. Genau, ich würde sagen, ich werde mich jetzt hier hinlegen und du machst den Rest. Ach nee, hol mal eine Matratze bitte und dann kannst du loslegen. Also sag mal, geht's noch? Na, du bist ja immer noch hier. Also, Hast mich gerade nicht verstanden? kleinen Chrissy, ne? Wir haben momentan keine Tabletten, deswegen umso stärker der Geist aktiv ist, besser gesagt, wenn der Geist aktiv ist, verlieren wir Insanity. Die Insanity siehst du hier. Das heißt, unser Geisteszustand, der sinkt immer weiter runter. Und umso weiter er unten ist, umso mehr aktiver wird der Geist und tötet uns dann irgendwann. Na, Dafür klasse. haben wir Pillen, die wir momentan nicht haben. Ah, gut. Das Ja. klingt doch, ja, klingt doch nett, ne? Also. Das klingt sehr nett. Und auf der Seite haben wir dann unsere ganzen Werkzeuge, die verschiedene Gebiete. Warum ist die Musik gerade so? Die verschiedenen Aktivitäten vom Geist erforschen. Zum Beispiel eine Kamera nimmt Geisterorbs wahr, wenn der Geist diese hat. Ein EMF, ich glaube, das hier ist der EMF. Der schlägt dann auch dementsprechend aus und ist eine Geisteraktivität. Ja, okay. Haben wir das immer dabei oder wie ist das? Wir müssen die mitnehmen. Wir müssen nämlich herausfinden, was das für ein Geist ist. Ja. Ich muss mal kurz gucken, wo das Journal ist von diesem Spiel. Ach, drück mal Y. Y, da passiert rein gar nicht. Ach nee, das Ah, war. nicht Y. J, J, sorry. Na, sagen wir mal. Ah, hier ist was. Etwas spät. Genau, da ist so ein bisschen der Leitfaden. Wenn man noch lesen möchte, haben wir keine Lust. Und dann Ja. unter Geister haben wir die verschiedenen Geister. Arten. Das bedeutet, die ganzen Geister existieren
Und von diesen Geistern, wenn wir eine Mission starten, ist einer der Richtige. Und jeder Geist braucht verschiedene Beweise, die stehen unten rechts. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt ein EMF mit nach drin nehmen und er leuchtet mit 5 Punkten auf, dann haben wir den Beweis EMF. Beweis EMF. Ach, hier zum Beispiel bei Gin. EMF-Stufe Genau. 5, okay. Gefriertemperaturen, ESG-Geisterreaktion. Das klingt doch total einleuchtend, Es sage ist ich. vielleicht am Anfang ein bisschen schwer, aber es ist einfach wie, oh Gott, wie kann man das erklären? Die Hobbys von den Geistern herausfinden. Die Hobbys. Okay. Genau, und jeder Geist ist, glaube ich, ein bisschen speziell. Ach, sehe schon gerade hier Ektoplasma-Flecken, Staffelei, Leinwandgemälde, okay. Genau. Fingerabdruck. Ja, Bei ich. Phasmophobia ist zum Beispiel der Revenant der schnellste, der jagt dich innerhalb von Sekunden. Und hier scheint er auch sehr gefährlich zu sein. Kann ich jagen? Wie können Sie dich jagen, wenn Ihnen danach ist? Na, ich hoffe, dass Ihnen nie danach sein wird. Aber die Hoffnung ist vergebens wahrscheinlich. Okay, jetzt gehe ich auch. Ach so, hä? Wenn ich auf Beweise klicke, habe ich jetzt aber. Ach so, ich muss irgendwas bestätigen. Also Nein, ich will nichts Beweise haben wir noch bestätigen. nicht. Bei den Beweisen, das müssen wir dann eingeben. Tägliche Aufgaben, auch das noch. Auf dem Ouija-Brett. Ja, wir können also hier Dinge tun, das ist schön. Wir müssen Geister jetzt herausfinden. Ja. Deswegen machen wir ganz entspannt, nehmen die erstmal eine Taschenlampe. Ja, Taschenlampe ist gut. Ist das. Wo ist denn das? Ist das die hier? Hier vorne da, genau. Das ist eine Taschenlampe? Nein, das ist irgendwas anderes. Nein, hier an der Wand. Da, wo Oh, ich shit. hinleuchte. Siehst du mein Nee, Licht? nein, sehe ich nicht. So, warte mal. Okay, na Gott sei Dank. Ist das L oder ist das T? Weder noch. F. F. F wie Taschenlampe. Sehr gut. Ich habe jetzt irgendwas in der Hand. Genau. Das ist ein. Ach so, wahrscheinlich. Klick mal rechte Maustaste. Ne, passiert nichts. Oder rechte oder linke Maustaste, das ist die Geisterbox. Du Ja. redest dann mit dem Geist. Ach so, okay, und der versteht mich dann auch? Ich meine, ich rede recht Ja, undeutlich. dann fragst du, wie alt du bist, und wenn er darauf antwortet mit alt oder sowas, dann haben wir eine Geisterbox-Aktivität und dann haben wir den ersten Beweis. Okay, das wird sowas von überhaupt nie funktionieren, weil ich jetzt schon überfordert bin mit den Also. ganzen Sachen. Aber gut, wir werden es Ja, irgendwie. entspann dich. Wir machen das ganz easy. Wir werden eh am Anfang verkacken. Und wie gesagt, ich kenne das Spiel nur vom Sehen und habe auch null Ahnung. Ich ziehe das alles nur von Phasmo gerade Oh mit. ja, okay. Und da ich immer sehr gerne EMF hatte. Nee, was ist das? Das ist EMF, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also das, ja. Und wir können, glaube ich, insgesamt 3 Items mitnehmen. Du Haben wir scrollst dann immer nur mit der Inventar? Maus. Haben wir nur. Ach so, ich sehe schon gerade. Ich habe das Ding. Ich habe diese komische Funzel und eine Lampe. Taschenlampe natürlich. Geisterboxenantwort. Staffelei, Leinwand, Gemälde. Gut, das haben wir noch nicht. ESG Geisterreaktor. Ich glaube, ich habe den Geisterreaktor hier. Was ist das für ein gutes Ding? Ja, also. Ich hab das Ding zum Beispiel. Ich habe die Taschenuhr oder was das sein soll. Ist auch wie ein Kompass, Taschenuhr, Ach, irgendwas. das Hab ich gar ist nicht. für Fingerabdrücke. Okay, die musst du dann von den Geistern nehmen, oder wie? Nee, die siehst du dann an den Wänden. Ach Die so, leuchten dann immer ah, auf. Die ja. siehst du so nicht. Das ist Die sehe UV-Strahlung. ich dann aber und du kannst mit deinem Gerät was machen? Das ist eine gute Frage, was das ist. Ich glaube, ich sehe dann. Wie gesagt, ich kenne die Sachen hier auch noch nicht. Wir werden einfach bei uns mal reinstürzen, würde ich behaupten, na ich. Deswegen, YOLO! Ja, genau. Ich weiß übrigens jetzt, was das heißt, YOLO. Ich bin ja schließlich alt und deswegen weiß ich nicht, was sowas von vornherein heißt.
Und YOLO ist So, ja, wir steht müssen. wieder zur Auswahl des Jugendboards, habe ich gehört. Warte mal kurz hier rangucken. Ermittle die Spezies des Geistes. Benutze deine Werkzeuge, um die Art des Geistes zu ermitteln und öffne dein Tablet, um den Geist auszuwählen. Optionale Ziele werden freigeschaltet, wenn jeder in deinem Team den Geist ausgewählt hat. Okay. Fall 4332, das ist Mohammed Castillo, sein Name. Okay. Selbst wenn jemand neben dir ist, wird er dir antworten. Das heißt, es ist ihm scheißegal, ob die Person, wenn wir zu zweit sind. Ja, okay. Also hier siehst du die Information über den Geist noch so ein bisschen, den Namen. Und bei Phasmo war das so, wenn du den Namen immer gesagt hast, umso aggressiver wurde der Geist. Und der versteht den Namen auch, ja, ist ja krass. Ja, die verstehen, Interessant. die antworten die auch, wenn du fragst, wie alt bist du? Das ist krass. Okay, interessant. Je nachdem, wenn sie Quatschlaune haben. Okay. Also wir starten auch gerade mit den einfachsten Gegenständen. Also wir haben nicht besonders viele Beweise, die wir machen können, weil wir die Okay. erstmal freischalten müssen. Was für Geräte hast du momentan? Ich habe die Scroll Lampe, mal durch. die UV-Lampe und dieses Und das ist die Box. das Okay. Sprechgerät. Okay. Ich habe hier irgendwie so einen Kompost. Ja, genau, dieses Teil. Naja. So, das wird ja ein schöner Spaziergang hier. Ja, wir haben keinen Sternenhimmel, schade eigentlich. Was ist das hier? Ja! Ja. Wuhu! It's Juhu. something strange! In the neighborhood. Who you gonna call? Wo ist dein Einsatz? Wo ist der Was ist Einsatz? das? Ah ja, oh. Die hat versaut, Leute, die hat versaut. Habt ihr es gehört? Natürlich habt ihr es gehört. Ja, genau du, ja, richtig. Ah, oh, guck mal. Schöne Optik. Ich höre Geräusche. Na, hier rattert irgendwas wie ein Aggregat. Aber das ist. Wo ist Ah, denn mit das? E machst du hier was? Hier unten ist. Mit E? Okay. Hier ist nämlich irgendein Aggregat, was Mit hier E machst du leuchtet. die Türen auf? Okay. Und wie gesagt, man kann dann mit der Geisterbox rumlaufen, dann kannst du sagen, zeig dich! Zeig dich. Ey! Ich glaube, die Sprachsynchro war eigentlich schon drin. Oder soll ich sagen, show your. Ach nee, show you ist wahrscheinlich falsch. Show yourself. Show yourself, ja, genau. Warte mal, ich muss das richtige Gerät in der Hand Give nehmen. us a sign. Show yourself. Ey, mit dir spiele ich das nicht mehr. Es ist gerade Bei mir irgendwas. war schon irgendwas. Ja. Where are you? Oh Gott. Diese Soundkulisse gefällt mir gar nicht. Wo bist du? How old are you? How old are you? Warte mal. Wo bist du? Wo bist du? Das ist Where ein are you? gruseliges Bild. Oh Gott. Das Bild ist wirklich Ich verstehe die gruselig. Gegenstände noch nicht. Mann, ist das Was ein geht schon Spaß. los bei dir? Nee, ja, überhaupt nicht. Ich bin total entspannt, wirklich total entspannt. Was Give ist. us a sign. Ich weiß jetzt nicht, ob er auf Englisch oder auf Deutsch reagiert. Bei Phasmus ist es schon auf Deutsch. Do you speak German? Tell us. Ich hasse Englisch. Or English? Or Française? Oh, oui, mademoiselle. Ich glaube, er spricht gar nicht. Hallo, Es Kumpel. kann sein, dass du das auch noch aktivieren musst. Mit linker Maustaste oder so. Na, ich hatte ja gedrückt schon die ganze Zeit, ja. Die Legt er Maus. irgendwie aus? Macht er irgendwas? Na, es gibt Ausschläge ab und zu mal, ja, aber die sind irgendwie nicht wirklich mit unserer Stimme synchron. Ich weiß nicht, ob du das dann noch anhören musst. Wie gesagt, das ist so ein bisschen anders als Phasmo. Also ich habe jetzt hier tatsächlich
nichts, also nichts machen können, außer dass wenn ich das mir eben gegen, also mit linker Maustaste quasi ranhalte, dann mehr passiert da nicht. Nicht, dass du es irgendwie abspielen musst, deswegen. Ich weiß nicht, also wüsste nicht wie tatsächlich, ja. Oh. Es ist. Steht hier Anger. Wer are you? Come on. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Bleib Yes. ruhig weg, Kumpel. Wir gehen doch wieder nach Hause. War eine dumme Idee. Und Tschüssi. das Schöne ist, wenn du bei Phasmo zum Beispiel immer gesagt hast, Angst. Rennen. Oh, Oh. nicht. Ah, danke schön. Dann hat es den Geist auch immer getriggert. Okay. Ich renne. Rennen. Weiß jetzt aber nicht, ob sie so das kopiert hat. Nee, das ist wahrscheinlich. Kopiert haben. Wahrscheinlich nicht. Oh Gott, ist das dunkel. Ich hätte heller machen sollen. Ah, ich hätte nicht zustimmen sollen, dass wir das spielen. Und Naja. ich habe mich gefreut wie ein kleiner Keks, ey. Ich Ja. dachte mir so, ja, er wird leihen. Ja. Do you want to play with me? Oh, ach nee. Es ist ein Spiel, bleib ruhig. Do you want play? Do you want to play with me? Where are Play? you? Hide and seek? Verstecken spielen. Ich möchte mit dir spielen. Nee. Are you here? Bist du hier? Ey! Oh, da steht was. Was steht denn da hinten? Da steht. Wo steht das? Ja, an dem Bild. Magna steht da. Geh mal näher ran. Du weißt, was passiert. Komm, gib's zu. Lies mal vor. Ich werde es ins Mikrofon sprechen. Magna. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss kurz durchatmen. Ich habe nicht viel gesehen. Ich habe nur am Rand, am linken Bildschirmrand eine Bewegung gesehen und diesen Sound gehört. Und es reicht schon. Oh, was mache ich da eigentlich? Wirklich, das Zimmer hier ist fast dunkel und ich spiele mit dir so einen Scheiß. Oh Zum Gott. Beruhigen. Ach, viel besser, danke schön. Oh Gott. Sehr gerne. So, jetzt ist das Ding rausgekommen und der Name steht nicht mehr da. Wer are you? Are Gib you an uns ein asshole? Zeichen. Are you an asshole or an idiot? Ja, wenn du die Geister auch bei Phasmo zumindest beleidigt hast, waren sie auch Ich stinkig. frag ja nur, ich hab nicht beleidigt, ich frag ja nur. Oh, schön. So, gut. Ich, Gib uns ein Zeichen. nee, bitte gib uns nie wieder ein Zeichen. Bitte geh nach Hause, Kumpel. Give Oh us Gott. a sign. Die Szene kommt mir noch bekannt vor. Oh Gott, das will. Darauf war ich auch nicht gefasst. Ich weiß nicht, ob ich das lange durchstehe hier wirklich. Also, es ist. Oh. Die hat sich getraut, ey. Aber ich traue mich gleich gar nichts mehr. Hilfe. Die hat was gezeigt. Oh Aber was Gott. mache ich denn damit, Leute? Aber gut. Ich atme noch. Ich kann noch Farben sehen. Noch laufen und so weiter. Und sprechen kann ich auch noch. Ich bin mal so nett. Victoria. Ja, was jetzt? Magna oder Victoria? Keine Ahnung, der hat Doppelnamen. So, das nächste machst du. Viel Spaß beim Bild. Oh Gott.
Anger. Oh, das ging jetzt schnell. Das ging schnell und war nicht ganz so gruselig. Oh, die Optik verschiebt sich. Echt? Ja, hier hat sich gerade ein bisschen Optik verschoben bei mir. Also, ja, hier steht immer noch Anger. Achso, ich hab das Geht gar nicht mehr in der Hand. Warte mal. Hier steht immer noch Ja, hier. Anger. Ja, das ist ja aufgegangen. Dream. Duppidu. Mr. Sandman. Give us a sign. Gib No. uns ein Zeichen. Nein. Was steht da? Ah, ja, warte. Ich kann Calm nicht ganz. down. Calm down. Weil die Mucke ist aber echt laut. Calm, also entspann dich oder so ähnlich. Calm down heißt, glaube ich, komm runter oder so ähnlich. Calm, na calm, calm. Calm Calm down. down. Komm runter. Geht das auch? Komm runter. Calm Keep down. calm. Calm, calm, wie auch immer. Mach doch mal die Musik aus. Cool. Oh, die Musik ist schrecklich. Und laut ist sie auch. Wir müssen das wahrscheinlich im selben Raum machen, wie, wo das steht, ne? Calm down. Calm down? Down? Ich glaube, unsere Aussprache ist scheiße. Ich glaube auch. Calm down. Mann, komm schon, Kumpel, mach mit. Wir wollen doch bloß. Ich weiß nicht, was wir wollen. Ist. So, wie ist das? Schöne Bilder. Oh Gott, oh Gott, guck mal bitte das Bild an. Calm down. Calm down. Calm down. Guck mal die Bilder, guck mal das Bild an. Oh, Ja. okay. Na, kickt ihn so dämlich. Kommt doch her, wenn ihr was wollt. Nee, Ja, bitte jetzt bleibt da. Kuss, ja. Ah, Musik ist auch sehr gut. Vielleicht hört er uns jetzt. Calm Calm down. down. Jetzt sollte uns ansprechen, wer was sagt. Countdown. Ich verstehe immer von dir Countdown. Ich verstehe. Ja, ich. Sprichst du oder soll ich sprechen? Calm down. Das ist es nicht. Call down. Nee, es ist die Musik, die uns Angst einjagen will, was funktioniert. Call, calm down. Okay. Calm down. Oh. Ich wollte gerade raus. Ich bin schon in der Zeit raus. My name is. Warte, Mohammed. Kalito? My name is? Fragezeichen? My name is. Ah! Ach so, oh. Agna! Wo haben wir Wie das hieß sie? nochmal? Diese Übersicht. Enger! Boah, die Musik ist übelst laut, ey. Ich muss das echt leiser machen. Warte mal Oh kurz. ja. Das ist echt nervig. Ein Blick. Ich auch. Ich Anger. 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 Überrascht mich gar nicht. Die Wir Musik sind wird nicht tot. leiser, das ist auch komisch. Ja, mach mal zu, die Tür. Sie ist nicht. Ich bin hier. Wo sehen wir nochmal die Übersicht über die Geister? Also die Namen? Y, Ach, J war J. das, stimmt, richtig, die Nummer.
Warte mal kurz. Bis jetzt haben wir noch keine Beweise. Aber hatten wir nicht EMF mitgenommen? Ich gehe mal nach oben. Where are you? Give us a sign. Do you want to play with me? Vor allem. Do you want to play? Also Klingt Geisterbox an. schon so. Oh, schön und gut, aber die EMF-Stufe 5, ich weiß gar nicht, was das heißt. Also, Bitte? wie ist das? Ja, keine Ahnung. Was meinst du mit EMF? Naja, wenn du jetzt hier auf die Geister, also auf die Beweise gehst, steht bei manchen EMF-Stufe 5. Was ist das für ein Beweis? Was weiß ich denn? Stufe 5 bedeutet, das Gerät hat 5 leuchtende Punkte oben. Also nicht leuchtende Punkte, sie leuchten nur, wenn der Geist in der Nähe sind. Und der erste Punkt ist grün und dann geht es immer weiter ins Rote und das letzte ist Stufe 5. Also wenn alle 5 Punkte leuchten, ist es Stufe 5. Okay. Aber das kommt noch mit ins Spiel, das werden wir dir noch zeigen. Und warte mal, ist ja Staffelei Leinwandgemälde. Staffelei ist, dass er was schreiben soll oder zeichnen soll. Okay. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, was ich in der Hand habe. Deswegen bin ich so ein bisschen verwirrt, was das ist. Gefriertemperatur ist es. ESG Geisterreaktion, glaube ich. Ich glaube, das ist Oh, das, was ich. oh, oh, oh. Oh mein Gott. Ich bin Das tot. hört sich gar nicht gut an. Das hört, sieht doch nicht gesund aus, was mit dir passiert. Journal reingeguckt. Ja, wir Aber. haben so lange gebraucht. Ach so, oh Gott. Ich kann dein Zeug nicht einsammeln. Ja, da lass liegen, du weißt doch, wo es ist. Ach nee, Orientierung gleich null. Ja, vor allem. Ich habe ja nun gar keinen Plan. Also gut, ich geh nach Hause. Ja, ich laufe hinter dir Ich her. mach Feierabend. Oh Gottes Willen. Wir waren ja überall nicht. Ach so, Wir waren oben noch nicht. ja, Ich diese glaube, die komischen. Aktivitäten sind oben. Okay. Aber keine Sorge, ich laufe als Geist hinter dir her. Das ist großartig. Das heißt, ich kann dir sagen, wo der, wenn der Geist kommt. Enger! 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 Anger. Warte mal, ich. Hörst du das? Anger. Ich hör's. Und ich wünschte, ich würde es nicht hören. Oh, jetzt ist sie auch noch. Und ich bin alleine hier. Oh Mann. Warum mache ich Ich bin das? eine Runde tot. Ich bin sowas tot. Aber gut, für die vielen Runden bei Escape the Backrooms habe ich das verdient, ne? Die ich dich allein habe rumlaufen lassen. Yep. Yep, Das sagt Beste sie. ist Phasmo-Profi, ne? Ach, Die erste, die stirbt. hier ist die Treppe. Oh Gott. Ja, flach. Oh, ich glaube, Wo das kam der war's. denn jetzt hier? Das war's für mich, weil ich habe den Erfolg bei Steam bekommen. Oh Du wurdest Gott. zusammengefaltet, ne? Ja, Die Geisterart. das warst du auch, wurdest du auch gerade. Hilfe. Nichts geschafft und wir haben auf einfach gespielt. Ich muss dich kurz beruhigen. Ich hab mich kurz hinter dich. Ach, so. Das ist besser. Gut, Ja, danke. gut, beruhige Dankeschön. dich, dann würde ich sagen, werden wir hier ein kleines Oh Geisterfolgenhäuschen Gott. machen. Oh Wir Gott. sind definitiv die Ghost Disasters. Ja, also das ist wirklich großartig. Danke für den Vorschlag, wirklich. Oh Ja, Mann. ich bin schön. Oh Ich habe nee. gerade woanders reingeguckt. Ich habe in mein Journal geguckt nach den Beweisen und dann kommt der Geist. Und dann mache ich das Teil nach unten und er kommt. Geil. Echt, wirklich sehr teuer. Aber meine Lieben, wir bedanken uns. Wir hoffen, die erste Folge hat euch gefallen, auch wenn wir gerade nichts geschafft Na haben. ja, c'est la vie. C'est la vie, genau so ist das Leben. Ja. Ja, und.
Dann würde ich es mal sagen, dann entspannt sich dein Chrissy erstmal Ach und wir sehen ja, uns dann durchatmen. in der nächsten Folge. Bis dann, tschüssi. Ciao, ciao.